So, welche Markierung war hier nah? Gelb. Gut, da lasst uns Richtung Gelb gehen. Nicht so aus, als wäre hier was drin. Sieht nicht so aus, als sollte ich hier rein, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, es blubbert. Auf der anderen Seite sind da Schatzkisten. Und was auch immer das da ist. Ah. Interessant. War hier nicht irgendwo Holz drin? Quatsch, Holz. So ein Brett. Da, ein Brett. Das ist Quatsch. Dann nehme ich das Brett doch einfach mal mit. Weil das hier nicht ganz passt, fürchte ich. Naja, fast. Immer drücke ich R. Ich weiß nicht, warum ich immer R dafür drücke. So. Ah, perfekt. Vielen Dank. Noch 5 Feuerpfeile. Das ist nice. Das ist definitiv nice. Und 5 Eispfeile. Pfeile, in denen die Kraft des Eises innewohnt. Yes. Und was auch immer du bist. Du bist ein Stein an der Kette. Warum? Warum bist du ein Stein an einer Kette? Warum sieht das hier aus wie ein Loch? Echt jetzt? Echt jetzt? Hui, du hast mich entdeckt. Schön, cool, okay. Alles klar. Okay, cool. Okay, cool. Gut. Ich würde sagen, ich bin hier fertig. Alles klar. Muss ich nicht weiter hinterfragen, oder? Ein Vogel. Ah, den hätte ich bestimmt schießen können. Hätte ich Vogelfleisch gekriegt. Da ist ein Baum. Ich finde das ganz schön, dass jetzt Bäume einfach heißen, kann ich draufklettern? Vielleicht sehe ich oder finde ich was. In dem Falle nicht, aber man heißt ja nichts, wenn ich ein bisschen näher an den Gegnern dran wäre. Könnte ich sie mit Pfeilen. Das ist ein cooler Baum. Zu dem will ich hin. Ich glaube, zu dem will ich auch. Okay. Ich habe hier Blätter, die... Das irritiert mich. Hier ist doch garantiert irgendwie irgendwas drunter. Aber wie kriege ich das weg? Vielleicht mit dem Schwert hier. Ah, tatsächlich. Was habe ich da? Ein Stein. Warum? Weil da ein Krog drunter ist. Haha, ui, du hast mich entdeckt. Sehr schön. Dafür, dass ich die Dinge eigentlich nicht suche, habe ich schon 4 gefunden. Das ist doch schon mal. Okay, hier. Ups. Okay, ich dachte, ich kann die vielleicht nochmal drunter verstecken. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber okay, da ist ein Feuerplatz und da sind Gegner. Weil das da bringt ja noch nichts. Was bist du denn? Ein Schleichling. Wundersamer Pilz, der im Dunkeln leuchtet.
Als Kochzutat steigern die Wirkstoffe im Hut die Konzentration, sodass man sich lautlos fortbewegen kann. Das ist durchaus auch praktisch. Und da ist ein Vogel. Und ja, ich konnte ihn schießen. Geflügel. Frisches Vogelfleisch. Enthält weniger Fett als Wildfleisch. Wenn man es vor dem Essen zubereitet, schmeckt es besser. Wie jedes Essen wahrscheinlich. Ups. Ich will hier hochklettern. Der Gegner da irritiert mich nämlich ein wenig. Du bist ein alter. Du bist der alte Mann! Hi! Leise anschleichen. Ho, 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 so sieht man sich wie. Vielleicht ist das der Weihnachtsmann! Das könnte der Weihnachtsmann sein. Okay, was zum Geier machst du da? Er ist auf der Jagd. Wenn die Tiere dich sehen, sind sie weg. Duck dich und sei leise. Okay. Falscher Knopf. Keine Sorge, ich will nur zu den normalen Fallen wechseln. Mach dir mal keine Gedanken. Kannst du bitte ruhig sein? Ich habe dir doch gesagt, ich bin auf der Jagd. Gib mir Tipps. Man sollte sich stets geduckt, also das ist das Gleiche. Ja, okay, ist okay. Pfeil, bla. So. Was jag ich denn? Was jag ich denn? Ist gar nichts. Oder? Ist das da ein Tier? Ja, das ist ein Tier. Nett. Ein Schwein erlegt. Noch ein Schwein. Wild. Fleisch von Tieren in Wald, Feld und Flur. Kann roh verzehrt werden, aber zubereitet schmeckt es besser und füllt mehr Herzen auf. Natürlich, man sollte Essen immer kochen. Das ist wohl wahr. Wild. Okay, dann klettern wir mal hier noch drauf. Und dann denke ich, haben wir die gelbe Markierung definitiv schon mal erfolgreich abgeschlossen. Und ich habe das Gefühl, hier könnte ein Krog drunter sein. Haha! Schöner Krog sogar. Hui, du hast mich entdeckt. Die sind echt überall. Tschüssi! Na gut, kein Wunder, dass es von denen 400 gibt. Na schön. Und da, was sehen wir denn da? Da leuchtet es. Da ist doch definitiv ein Krog. Oder zwei. Ist die Frage. Wie zum Geier kriege ich da einen Stein rein? Dann muss ich das vielleicht gar nicht. Eine Eichel. Die Baumfrüchte liegen oft im Wald auf dem Boden. Eichhörnchen sammeln sie mit Vorliebe. Geröstet füllen sie ein wenig mehr Herzen auf. Okay, sehe ich hier die Eichel. Schade eigentlich. Ich dachte, ich sehe den Krog auf der anderen Seite. Ich meine, dass da ein Krog drin ist, würde mich nicht wundern. Die Frage ist, wie kriege ich hier einen Stein rein? Da ist doch definitiv auch irgendwas. Guckt euch den Riesenbaum an. Ja gut, lassen wir Schwein Schwein sein. Gucken uns den Baum hier mal genauer an. Vogelnest. Ein Ei, ein frisches Ei, das sich oft in Vogelnestern oder Baumkronen findet. Es ist sehr nahrhaft und eignet sich hervorragend zum Kochen. Ich bin mir sicher, die Mutter
ist absolut nicht begeistert, dass ich hier die Eier mitnehme, aber na gut. Und dann ist trotzdem die Frage, wie kriege ich hier was rein? Ich habe hier nämlich nichts Metallisches, was ich irgendwie mitnehmen könnte. Und daher irre ich mich vielleicht auch. Hier sind auf jeden Fall Pfeil und Bogen, was ich definitiv mitnehme. Stock brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber eine Fackel wäre vielleicht was anderes. Du kannst sie anzünden, indem du sie ins Feuer hältst. Wenn du sie wegsteckst, erlischt sie und muss erneut irgendwo angezündet werden. Ist die Frage, was mache ich? Ah gut, Pilz nehme ich mit.